Im heutigen Tutorial zeige ich dir, wie du diese schöne Afrika 3D-Form mit Resin gießen kannst. Zuerst habe ich verschiedene Pigmente hergenommen und fange jetzt an, das Ganze auszupinseln. Hier habe ich tatsächlich das Perlmutt Blue genommen. Das heißt an sich, es ist ein weißes Pigment, schimmert aber bläulich. Und wie das nachher rauskommt, da könnt ihr mega gespannt drauf sein. Dann seht ihr hier schon auf der rechten Seite, habe ich mir noch ein Silber hergerichtet. Und verschiedene Chamäleon-Pigmente, die Chamäleon-Flakes, die sind so ein bisschen gröber und mit denen pinsel ich das Ganze aus. Und wie der Effekt dann gleich ausschaut, also schon beim Einpinseln ist das ganz cool. Und solange ich am Einpinseln bin, lasst auf jeden Fall ein Abo da und macht das Glöckchen an, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit und sorgt dafür, dass ich noch ganz viele Tutorials für euch drehen kann. Und jetzt bin ich quasi dabei, den Elefanten auszupinseln. Da habe ich mich natürlich für ein schönes Silber entschieden. Kann man das nur mit Pinsel machen? Nee, also ich habe hier so Einwegpinsel, heißen die. Also das sind absolut keine Einwegpinsel. Die gibt es halt einfach nur in so einem Großpacken. Ich verwende die immer ziemlich lang, bis die Borsten einfach nicht mehr mitmachen wollen. Ihr könnt aber auch Wattestäbchen zum Beispiel nehmen. Ihr könnt das Ganze auch, wenn ihr Handschuhe anhabt, mit dem Finger so ein bisschen ausmalen. Viele nehmen auch von der Kosmetik, vom Schminken her, diese Wattepads, die da so mit dabei sind oder Schwämmchen. Das geht also alles. Was ist wichtig? Ihr müsst tatsächlich schauen, dass ihr wirklich so alle Rillen und so weiter richtig auspinselt. Also ihr seht jetzt gleich, das sind die Flakes, die sind ein bisschen gröber, aber da fahre ich jetzt immer in so kreisförmigen Bewegungen. Das bedeutet, ich sorge dafür, dass wirklich jede Rille, jedes Muster, jede Gravur im Prinzip damit bedeckt ist. Auch habt ihr gesehen, ich mache da relativ viel Pigment rein. Das könnt ihr natürlich anders auch handhaben. Ich finde, wenn da genügend Pigment drin ist, dann kriegt ihr da einfach einen besseren Glanz mit dahin. Und jetzt seht ihr hier schon, wie unterschiedliche Farbtöne da zum Beispiel, ich glaube, das war jetzt der Farbton Kupfer. Da habe ich mich für beim Löwen dafür entschieden, wie unterschiedlich die Farbtöne hier schon glänzen. Und das macht es so spannend. Also auch nachher, wenn ich am Ausformen bin, ihr werdet sehen, das sieht einfach echt spannend aus so. Genau. Den Pinsel könnt ihr einfach abklopfen und auspusten oder ihr reinigt den in Isopropanol. Dann könnt ihr den auch wieder verwenden. Oh, das Nashorn, das ist so blau-grün. Also ich bin so Fan von diesen Flakes. Ich mache das so gerne Sachen damit. Die bekommt ihr bei Pixie Crafting übrigens. Das sind diese kleinen Döschen, aber die sind mega giebig. Also das ist immer noch meine erste Bestellung. Und wer mich schon länger verfolgt, der hat schon oft gesehen, dass ich mit denen arbeite. Und ja, schaut mal, wie cool das Ganze nachher hier auch ausschaut. Die Formen sind sehr statisch. Deswegen halte ich meine Hand das so hin, weil ich natürlich nicht so gern möchte, dass in den anderen Bereich im Prinzip die Flakes mit reinfliegen. Weil das sind sehr leichte Pigmente. Also das ist irgendwie eine ganz coole Geschichte. Ich mag die Konsistenz sehr. Ich kenne auch Leute, die mögen es nicht so gern. Die möchten richtig klassische Pigmente. Ich bin da echt begeistert von dieser Art und Weise von Pigment. Und ja, ihr seht, es ist halt auch einfach irre cool. Was ich total faszinierend finde, wenn ich jetzt das Video gerade so vertone, man sieht das jetzt, also diese Figuren werden plötzlich so plastisch, wenn die so ausgepinselt werden. Das ist schon auch eine krasse Sache irgendwie. Ich mag so optische Täuschung total gerne. Ich gieße das nachher mit Harz auf. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, ich habe 600 oder 800 Gramm Harz angerührt. Also das ist echt eine mächtige Form. Die maximale Höhe habe ich ausgemessen, da sind wir bei den 2 cm noch drin und deswegen kann ich auch mit dem Epodex Pro System arbeiten ohne Probleme. Im Moment habe ich es aber im Atelier sowieso nicht ganz so arg heiß, also ich habe locker 20 Grad, eher Richtung 18 Grad und von dem her wäre es jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn ich ein paar Millimeter übergießen würde. So. Und ihr seht, mit diesen kreisenden Bewegungen kommt ihr tatsächlich einfach überall hin. Und deswegen nehme ich eigentlich auch lieber einen Pinsel, weil ich dann mit jedem Härchen auch überall in die Ritzen reinkomme. Ja. Bei Wattestäbchen habe ich halt immer so das
Problem, also einmal kann ich die danach wirklich nicht mehr verwenden. Das ist das Erste, was mich irgendwie stört. Und ja, die fludern dann immer so aus. Also, sage ich denn das? Das ist ein Wattekopf, kann man einfach dann nicht mehr weiterverwenden. Und den Pinsel, mit dem habe ich schon, also die ganzen Drachen, die ich jetzt so gegossen habe, die habe ich alle mit dem Pinsel gemacht. Und ja, wenn man die Pinsel gut pflegt, dann ist das kein Thema. So, das wäre das letzte Tier gewesen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dunkles Harz aufzugießen. Ihr könnt natürlich das auch mit hellem Harz machen, aber mit dunklem Harz kommen diese Chamäleon-Pigmente noch ein bisschen besser zur Geltung, habe ich so das Gefühl. So. Das habe ich mit einer schwarzen Paste, die habe ich auch von Epodex eingefärbt. Und das ist natürlich so ein krasses Tiefschwarz. Ja. Ihr könnt natürlich auch Metallic-Pigmente nehmen, ihr könnt auch andere Farben damit nehmen zum Aufgießen. Das ist alles ja gar kein Thema. Das ist jetzt auch nur ein einziges Beispiel, wie man sowas gestalten kann. Ja. Also ihr habt ja da krasse Möglichkeiten und ich werde die Form sicher noch ganz, ganz oft gießen. Also vielleicht mache ich die auch mal beleuchtet. Das wäre doch auch mal eine coole Idee, oder? Was meint ihr? Schreibt doch mal in die Kommentare. Man könnte doch daraus auch eine coole Lampe machen. So, na, da habe ich ein bisschen mehr Harz angerührt, aber das ist auch nicht schlimm. Ihr wisst ja, ich habe immer noch alternative Formen da, wo ich das eingießen kann. Und jetzt lasse ich das 24 Stunden härten und das Epodex Pro-System braucht dann noch 7 weitere Tage, bis es komplett chemisch ausgehärtet ist. Und das ist super schnell, gell? So, ausformen kann ich schon am nächsten Tag, aber ich lasse es dann tatsächlich noch eine Woche liegen, bevor ich mir eine Aufhängung hinmache und ich das bei mir aufhängen kann. So, wer auch sowas haben möchte, der schreibt mir am besten eine E-Mail oder über Instagram und dann können wir alles besprechen. Und hier kommt noch das fertige Ergebnis für euch. Ich bin super gespannt, wie es euch gefällt. Nächste Woche Samstag bin ich mit einem neuen Tutorial für euch da und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne und kreative Woche.